Guten Tag, mein Name ist Matthias Stürmer und ich werde Ihnen in den nächsten Minuten die Funktionalitäten von IntelliProcure vorstellen, damit Sie für Sie als Firma, als Anbieter, aber auch als Beschaffungsbehörde oder auch als Beratungsunternehmen den höchstmöglichen Nutzen aus IntelliProcure ziehen können. Zunächst sehen Sie auf der Startseite ein paar bisherige Benutzer sowie die Kernfunktionalitäten von IntelliProcure kurz beschrieben. Außerdem noch ein paar Newsartikel, Medienberichte, die mit Daten von IntelliProcure generiert wurden und auch das Pricing. Wenn Sie das erste Mal sich einloggen möchten, dann müssen Sie sich zuerst registrieren mit der E-Mail-Adresse. Weitere Angaben sind nicht nötig. Nach einer Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich umgehend einloggen für ein 7 Tage kostenloses Demo-Account. Die erste Seite ist jeweils das Dashboard. Da sehen Sie ein paar Informationen über aktuelle Ausschreibungszahlen, visualisiert mit schönen Darstellungen. Vielleicht das Wichtigste zuoberst, die Zeitanalyse, Zeitreihenanalyse. Da können Sie sehen, wie viele Ausschreibungen gab es in den letzten Jahren oder wie viele Zuschläge oder wie viele Freihänder. Wenn Sie jetzt da noch etwas in die Geschichte zurück wollen, können Sie bis zu 2008 zurückgehen, als CIMAP gestartet wurde. Also sämtliche Daten, alle Meldungsdaten von CIMAP sind in IntelliProcure enthalten. Wenn Sie jetzt diese Trends anschauen möchten, beispielsweise mal nur alle Ausschreibungen sehen möchten, dann sehen Sie hier die Kurve, wie sich das in den letzten Jahren die Anzahl Ausschreibungen entwickelt hat. Wenn Sie jetzt nicht alle Ausschreibungen darstellen möchten, sondern nur eine gewisse Auswahl treffen möchten, dann kann ich Ihnen empfehlen, die CPV-Gruppen zu nutzen. Das ist eine sehr wichtige, zentrale Funktion von IntelliProcure, weil Sie wissen, CPVs, Common Procurement Vocabulary, ermöglicht Ihnen das zielgerichtete Filtern nach Beschaffungsgegenstand. Angenommen, Sie haben das Thema Software, das Sie interessiert, dann können Sie mal links alle verfügbaren CPV-Kategorien filtern nach dem Begriff Software. Rechts löschen Sie mal alle bisherigen Ausgewählten und sagen, Sie wollen eine neue Gruppe hinzufügen. Software nennen wir die. Und jetzt können wir da links bestimmte Codes, CPV-Codes hinzufügen. Also zum Beispiel den 48er-Code, weil da steht Software drin. Aber den 30er nehmen wir nicht, weil da steht außer Möbel und Software. Also da ist eben Software nicht dabei. Dann gehen wir weiter nach unten, weil es gibt noch einen weiteren Code. Hier sind automatisch alle Untercodes von 48 sind auch schon dabei. Die müssen Sie nicht noch extra hinzufügen. Sie können dann noch schauen, Installation außer Software, den nehmen wir nicht. Aber beispielsweise den 72er, weil da steht IT-Dienste, Softwareentwicklung. Also den nehmen wir auch noch dazu. Alle Untercodes, die jetzt mit Software zu tun haben, so ist ja CPV-Codes konzipiert, sind automatisch auch dabei. Von dem her verpassen Sie da nichts. Hierzu gibt es noch eine 79 Software-Urheberrechtsberatung, den nehmen wir auch noch. Also hier sehen Sie rechts das Prinzip. Sie haben drei unterschiedliche Codes, CPV-Codes, die Sie alle zusammen in die Gruppe Software hinzufügen. Und so haben Sie automatisch eine neue Gruppe gemacht. Sie können jetzt jederzeit eine neue Gruppe machen und sagen dem beispielsweise Bauwesen oder Bauen, oder? Und dann können Sie links wieder Bau eingeben und können dann schauen, was könnte alles gebaut werden. Also Pflanzenanbau wollen wir nicht, Feldfrüchte wollen wir auch nicht, Baumwolle auch nicht, aber vielleicht irgendwelche, ja, keine Ahnung, Weihnachtsbaumbeleuchtungen, das wird noch spannend, vielleicht wollen wir Weihnachtsbaum. Also nehmen wir Weihnachten als Thema, können diesen Code erstellen und so haben Sie einen weiteren Code, Weihnachten, und können dann alles, was sonst noch mit Weihnachten zu tun hat, mal schauen, ob es noch was gibt, gibt es nicht. Also von dem her haben wir schon, wir haben noch nicht Weihnachtsbriefmarken, Weihnachtsbaum, also die nehmen wir alle auch noch, also haben wir alle Weihnachtsbeschaffungen, die man machen könnte, also haben wir hier so noch sowohl Softwarebeschaffungen wie auch Weihnachtsbeschaffungen. Okay, aktualisiert und dann geht's los. Jetzt können wir nämlich hier schauen, wie haben sich alle Beschaffungen im Bereich Software und im Bereich Weihnachten in den letzten Jahren entwickelt. Also Sie sehen hier unten die Trends der Softwarebeschaffung, Bereich der Zuschläge oder in dem Bereich der Ausschreibungen, das ging immer nach oben. Oder noch das gleiche Beispiel nach Weihnachten, alle Weihnachtsbeschaffungen
ja, da gibt es leider nicht so viele Beschaffungen in den letzten Jahren, auch keine, nur wenige Ausschreibungen. Aber immerhin, Sie sehen das Prinzip, Sie können auch rein- und rauszoomen und so haben Sie entsprechend viele Informationen über Ihre Beschaffungsinteressen gefiltert. Jetzt gehen wir eine Stufe weiter. Sie möchten beispielsweise noch Statistiken anschauen, wie viele Ausschreibungen hat es gegeben in den letzten Jahren. Auch das ist hier möglich. Oder Sie können eine Liste darstellen. Jetzt wird es interessant, von sämtlichen Auftraggebern der letzten Jahre, die öffentliche Beschaffungen durchgeführt haben. Oder Anbieter, sehen Sie. So können Sie gewisse Informationen, Statistiken, auch die aktuellsten Ausschreibungen sehen Sie hier aufgeführt oder Zuschläge und so weiter. Dann bei den offenen Ausschreibungen, da ist sicher sehr interessant, weil Sie können da auch wiederum Ihre Filter anwenden. Also wir wollen jetzt zum Beispiel, wenn wir alle offenen Ausschreibungen anzeigen lassen, dann filtert es da entsprechend die Ausschreibungen. Und so können Sie schauen, was ist aktuell möglich, sich zu bewerben als Anbieter. Wenn Sie jetzt hier nur beispielsweise die Software-Ausschreibungen anzeigen möchten, dann filtert es und findet noch 95 Ausschreibungen, die aktuell laufen. Und dann haben Sie hier gleich einen Überblick, Auftraggeber Swissgrid oder beispielsweise Auftraggeber SBB. Nehmen wir da mal ein Projekt, beispielsweise Request for Information zum Projekt IMS irgendwas. Und dann können wir noch in diesem mit einem Klick quasi sämtliche Ausschreibungsunterlagen herunterladen. Sie können gleich mit dem ZIP das entzippen und so die Daten anschauen, beispielsweise hier, was ist denn da drin? Also können da das PDF öffnen und das entsprechend anschauen. Oder Sie haben auch auf der Übersichtsseite die Möglichkeit, dann hineinzuklicken, was hat die SBB sonst noch für Tätigkeiten, können so alle Meldungen der SBB zeigen lassen, alle aktuellen Ausschreibungen, insgesamt über 5000 Ausschreibungen. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter, bleiben wir nochmal zurück zu den offenen Ausschreibungen. Da können Sie diese Ausschreibung filtern nach unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Ausschreibungsstellen und können so genau sagen, welche Arten von Ausschreibungen Sie in welchen Kategorien beispielsweise darstellen lassen möchten. Auch den Auftraggeber können Sie wählen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur SBB anzeigen wollen, dann soll das eigentlich auch möglich sein. Ich werde jetzt aber noch schnell testen. So. Voilà, jetzt haben Sie hier die SBB. Sie können mehrere sogar Stellen anzeigen lassen. Und jetzt sehen Sie alle Ausschreibungen, die aktuell offen sind von den Schweizerischen Bundesbahnen. Und so können Sie entsprechend Ihre Filter aufteilen, entsprechend was ist es, was Sie möchten, Vorankündigung, Wettbewerb und so weiter. Haben da unterschiedliche Filtermöglichkeiten bei den offenen Ausschreibungen. Jetzt, wenn Sie möchten, schauen, was hat die SBB sonst noch für Ausschreibungen gemacht und dort allenfalls ein bestimmtes Thema herausfiltern. Ein Thema, das mich immer interessiert, ist das Thema Open Source Software. Dann können Sie da wie bei Google einen Suchbegriff eingeben und jetzt können Sie sämtliche Ausschreibungsunterlagen durchsuchen, die in den letzten Jahren heruntergeladen wurden. Da sind unterdessen über 2 Terabyte an Ausschreibungsunterlagen vorhanden, die seit 2017 auf CIMAP publiziert wurden. Wir laden faktisch jeden Tag neu die Ausschreibungsunterlagen herunter von allen offenen Ausschreibungen, die auf CIMAP die Unterlagen zur Verfügung stellen. Das sind täglich 5 bis 10 Gigabyte an Daten. Sie sehen, das sammelt sich an. Unterdessen über 500.000 Dokumente, die es da zugänglich gibt. Jetzt haben Sie ein Thema, Open Source Software oder Cloud oder irgendein Thema, das Sie interessiert und können entsprechend innerhalb von wenigen Sekunden eine Volltextsuche über alle diese Dokumente machen. In diesem Fall wurden 1167 Ausschreibungen gefunden, in denen der Begriff Cloud vorkommt. Unten sind sie zusammengefasst, der Meldungstext, wo im Meldungstext der Begriff Cloud erschienen ist und dann auch noch zusätzlich, wo in welchen Unterlagen der Begriff Cloud auch noch erschienen ist. Und das können Sie dann wiederum draufklicken und gleich direkt als PDF herunterladen und öffnen
und die Dokumente lesen. Also so können Sie Schritt für Schritt alle 1167 Unterlagen durchackern, die entsprechend den Begriff enthalten. Sie können das Ganze noch unterschiedlich darstellen, entweder als Tabelle oder auch einfach nicht auf Projektebene aggregiert, sondern als Ausschreibungsdatei. Da sehen Sie dann eine andere Filterung logischerweise. Da sind es über 2000 Dateien, Dokumente, PDFs, Excels, Word-Files, wo der Begriff Cloud vorkommt. Oder hier wiederum aggregiert auf die Projekte sind es nur noch 1000. Jetzt, wenn Sie sicher gehen möchten, dass Sie wirklich nur die Software-Ausschreibungen haben und nicht irgendwelche Weihnachtsausschreibungen, dann können Sie entsprechend filtern nach Ausschreibungen aus dem CPV-Code mit 48 und 72 und diesem 79er-Code. Und dann sehen Sie entsprechend, sind es natürlich weniger Ausschreibungen, es sind nur noch 568 Ausschreibungen, die wirklich aus der IT sind und mit dem Begriff Cloud sind. Also können Sie die Relevanz filtern. Sie können auch sagen, Sie wollen nur alle Ausschreibungen, die seit 2020, beispielsweise seit dem 1. Januar 2020 bis heute passiert sind. Und dann sind es natürlich nochmal etwas weniger Ausschreibungen und sehen dann eine Ausschreibung hier Public Clouds, können dort auch wiederum lesen, um was es ging, wo in der in den Meldungstext das vorkam und so die Dokumente anschauen. Und auch wenn Sie dann direkt die Details anzeigen wollen, das ist dann eine Detailansicht, die Sie hier als nächstes sehen. Sehen Sie, wer hat die Ausschreibung gemacht, wie hieß die Ausschreibung, welche Idee hat sie und dann noch der Originaltitel innerhalb von SIMAP, weil wir aggregieren ja diesen Titel und fügen den zusammen. Sie können das auf unterschiedlichen Plattformen anschauen, beispielsweise auf SIMAP, so wie es ursprünglich publiziert wurde. Oder Sie können entsprechend eben hier die einzelnen Dokumente durchgehen, haben einen Überblick schon, was steht in diesem Dokument drin und können dann entsprechend das einzelne PDF herunterladen und haben so eine Übersicht, was sich in diesem Dokument befindet. Sie können auch suchen nach Cloud beispielsweise innerhalb von dieser Cloud-Ausschreibung und haben so eine Übersicht über die einzelnen Begriffe. Und dann hier links sehen Sie nochmal die Ausschreibungen, die innerhalb von diesem Projekt getätigt wurden, typischerweise eben einmal auf Deutsch und einmal auf Französisch und können dann rechts entsprechend den Meldungstext formatiert rasch zugänglich durchscrollen. Wenn ein Projekt schon Zuschläge hat, dann werden die hier angezeigt oder andere Änderungen der Unterlagen. So haben Sie eine Detailansicht über das einzelne Projekt. Dann geht es weiter. Auf diesem Modul alle Meldungen haben Sie einen Überblick über sämtliche SIMAP-Meldungen. Das sind über 140.000 unterdessen. Und das wächst täglich mit 100, 150 Meldungen erscheinen da neu. Und da können Sie wiederum die gleichen Filtermöglichkeiten anwenden. Hier können Sie jetzt eben diese Weihnachtsfilterung anwenden und mal schauen, wann wurden irgendwelche Weihnachtsdinge ausgeschrieben. Da gab es eine Beschaffung beispielsweise von der Post, so wie es aussieht. Und dann kann man eben dann auch hier wieder die Details anschauen gehen. Die ist schon von 2013, da haben wir keine Dokumente. Rechts hier bei dieser Ausschreibung von der Publica, da können Sie auch noch die Original-ZIP-Files herunterladen und entsprechend da diese 10 Megabyte an ZIP anschauen gehen. Dann haben wir weiter die Möglichkeit eben zu filtern. Wenn Sie nicht alle Meldungen wollen, sondern nur die Ausschreibungen, dann können Sie da auf diesen Tab gehen und dann sehen Sie nur die zwei Ausschreibungen, die mit Weihnachten etwas zu tun hatten. Oder nur die zwei Zuschläge, die mit Weihnachten etwas zu tun hatten. Oder wenn es noch irgendwelche Berichtigungen gab, da gibt es jetzt nichts, dann wählen wir eine andere Gruppe, die Softwaregruppe aus. Da gibt es sicher mehr Berichtigungen bei IT-Ausschreibungen. Und so können Sie schauen, am 29. März 2021 gab es zuletzt eine Berichtigung. Eine Teilnehmerauswahl und so weiter. So können Sie unterschiedliche Arten von Meldungen filtern. Was eben auch sehr praktisch ist, Sie können da auch das Ganze als Dokument, als Excel herunterladen und so entsprechend die Dokumente, die einzelnen Einträge dann einzeln noch filtern und weiterverarbeiten. Auch hier kennen Sie die Möglichkeiten, die Filter einzustellen, Startdatum, Enddatum, Auftraggeberart oder eben insbesondere auch die Möglichkeit zu sagen, ich will alle Ausschreibungen
der SBB, alle Meldungen der SBB, das sind 239 Berichtigungen. Insgesamt alle Meldungen sind über 5000 oder eben alle Ausschreibungen, die abgebrochen wurden von den SBB. So kann man entsprechend alles filtern nach diesen Möglichkeiten. Sie können auch durchsuchen. Cloud gibt es wahrscheinlich nichts, aber wahrscheinlich irgendeine Cloud-Ausschreibung von der SBB. Genau, gibt es 8 Ausschreibungen, wo der Begriff Cloud irgendwo hier vorgekommen ist. Also haben Sie Möglichkeit, alle Meldungen, alle über 140.000 Meldungen zu analysieren. Zwei weitere Möglichkeiten, Analysen zu machen, ist einerseits die der Begriff Marktanalyse. Da haben Sie die Möglichkeit, dieses Mal nach CPV-Codes zu filtern. Also wenn wir nochmal nach Weihnachten filtern, die Weihnachtskarten nehmen, dann finden Sie hier, können Sie hier direkt den Begriff eingeben und Sie kriegen direkt einen Drilldown. Links der Code 22, Drucksachen und zugehörige Ereignisse, Postkarten, Glückwunschkarten, Weihnachtskarten. Oder Sie haben die Möglichkeit, eben auch hier Software wieder einzugeben und dann kommen Sie direkt zu den Software für die Flugsteuerung beispielsweise und dann sehen Sie hier auf dem 48er Code innerhalb Level 1, branchenspezifisch und so weiter, geht es da immer etwas tiefer rein. Da sehen Sie rechts die Zahlen der Ausschreibungen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, ja, wie viele Zuschläge gab es denn im Bereich CPV für Software, dann geben Sie hier entsprechend den Begriff ein und dann kriegen Sie hier rechts die entsprechenden Zahlen. Oder was auch sehr interessant ist, welche Firmen haben in diesen CPV-Codes schon Aufträge erhalten. Auch das ist sehr interessant, wenn Sie beispielsweise wissen möchten, ja, wenn ich jetzt eine Landmaschine beschaffen will, dann kann ich schauen, welche 88 Firmen haben schon Angebote in diesem Bereich getätigt. Und auch hier können Sie dann wiederum Drilldown tiefer reingehen. Hier sehen Sie die Liste der unterschiedlichen Firmen, sehen auch, wie viele Zuschläge die einzelnen Firmen gekriegt haben. Ah, die Firma HSM beispielsweise hat sehr viele Zuschläge gekriegt. Auch diese Liste können Sie herunterladen. Oder Sie können auf die Firma HSM gehen und dann dort weiter über diese Anbieteranalyse Informationen über die Firmen kriegen. Also hier in diesem Bereich HSM, welche Aufträge hat die Firma HSM vom Anfang von CIMAP bis heute gekriegt? Und so sehen Sie die Liste aller Aufträge, die bereits bei HSM zugewiesen wurden. Dazu vielleicht noch eine Bemerkung. Wir merchen faktisch jeden Tag diese Daten neu, weil HSM nicht immer HSM ist, weil das bei CIMAP manchmal etwas unterschiedlich eingetragen wird. Es kann vorkommen, dass ein Eintrag falsch zugewiesen wurde. Da können Sie uns gerne eine E-Mail machen, wenn wir das sofort berichtigen. Ja, das ist die Möglichkeit mit dem Anbieteranalyse eben, also zuerst eben nochmal zurück zur Marktanalyse. Ich glaube, Sie haben das gesehen. Da kann man unterschiedliche Filterungen machen nach der Anzahl Zuschläge oder nach dem Preis. Da können Sie zum Beispiel auch noch schauen, welches ist der Bereich, der am meisten Zuschläge gekriegt hat. Natürlich Bauarbeiten, 79 Milliarden haben wir da zusammengerechnet in den letzten Jahren. Und auch hier können Sie weiter Drilldown machen. Das meiste Volumen kam hier von den Komplett, von diesen 45,2 oder dann können Sie auch hier wiederum Schritt für Schritt in die Tiefe gehen und haben dann die Möglichkeit, auch hier wiederum die Details anzeigen zu lassen. Wer war der Auftraggeber oder was war der Preis und so weiter, haben Sie da verschiedenste Möglichkeiten auch zu sortieren, zu filtern, zu exportieren der Daten. Ja, und dann, wie gesagt, Anbieteranalyse, das ist die Übersicht aller Firmen, die in den letzten Jahren Zuschläge auf CIMAP erhalten haben. Und da sehen Sie ein Ranking, Anzahl gewonnener Ausschreibungen, Siemens, Implenia, Marti, das sind die Anbieter, die am meisten Zuschläge gekriegt haben. Oder wenn Sie das Volumen nach dem Volumen filtern, mache ich kurz ein Reload der Seite. Das braucht es ab und zu, damit diese Caches geleert werden. Und dann sehen Sie hier, vom Volumen her ist es die Marti, von den Anzahl Ausschreibungen die Siemens die mit den meisten Zuschlägen. Oder wer sind die Auftraggeber gewesen? Unterschiedlichste Auftraggeber hier. Oder auch gibt es unterschiedliche Auftraggeberarten, Kantone, unterschiedliche Firmen, die da insgesamt 15.000 Firmen sind da aktuell verzeichnet. Auch das können Sie herunterladen, diese Liste, und können so entsprechend die Daten
analysieren. Auch hier ist es wiederum praktisch, wenn Sie sagen können, ja, Sie möchten jetzt beispielsweise alle Firmen aus Österreich, die schon mal Zuschläge erhalten haben, auch das können Sie filtern. Da kriegen Sie 137 Firmen, österreichische Firmen, die in der Schweiz quasi Aufträge erhalten haben oder von Schweizer Beschaffungsstellen. Oder Sie können filtern nach Firmen, die auf Afghanistan beispielsweise etwas gekriegt haben, keine Ahnung. Auch da haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, sehr interessante Datenanalysen zu tätigen. Oder wo waren diese Firmen aktuell engagiert? Waren sie in Bern oder in Aargau? Da können Sie verschiedene Filter anlegen und dann können Sie sehen, wo kommen die Firmen her. Auch da Filtermöglichkeiten bis zum Abwinken. Auch hier wiederum filterbar nach Anzahl Beschaffung, sagen wir mal Weihnachtsbeschaffungen, oder? Schauen wir mal, wer hat Weihnachtsaufträge erhalten. Das ist die Firma, die hat da einen Auftrag zum Thema Marken erhalten von der Post, Weihnachtsmarken oder so. Oder eben vielleicht etwas noch interessanter und relevanter, wer hat Softwareaufträge erhalten. Und auch hier können Sie dann wiederum schauen, welches sind die Firmen, in diesem Fall die Swisscom oder dann Elka, Abraxas, die am meisten Umsatz im Bereich Software erstrebt haben. Und so können Sie entsprechend Ihre Branchen zusammenstellen, seien es jetzt Versicherungen, Bauwesen, Möbel, alles, was da beschafft wurde in den letzten 10 Jahren. Ja, last but not least möchte ich noch kurz zeigen, wenn Sie jetzt selber als Benutzer informiert werden möchten, können Sie sich sogenannte Informationen zuschicken lassen. Und zwar können Sie täglich ein E-Mail sich generieren lassen, wenn Ausschreibungen zu einem bestimmten Thema erschienen sind. Also ich wähle zum Beispiel alle IT-Beschaffungen. Und dann kann ich da eine neue Benachrichtigungsgruppe erstellen und kann entsprechend sagen, jetzt will ich sämtliche CPV-Codes, die irgendetwas mit IT zu tun haben, also beispielsweise, sage ich mal, die Software-Codes da. Und so kriege ich automatisch alle Ausschreibungen. Heute hätte ich jetzt zum Beispiel diese Liste von Ausschreibungen gekriegt, weil da überall ein CPV-Code mit Software drin war. Was jetzt sehr speziell ist und eben auch anders als bei CMAP, dass Sie hier auch filtern können nach bestimmten Keywords. Also Sie können sagen, ich möchte alle Ausschreibungen, die irgendein Keyword haben, und zwar das Keyword Cloud nochmal. Jetzt heute gab es tatsächlich vier Ausschreibungen, wo der Cloud-Begriff vorkam, weil in der Ausschreibung hier Media, Einkauf, gesamte SBB, also da sehe ich alle Beschaffungen, die irgendetwas mit Cloud zu tun haben. Und so können Sie entsprechend filtern, Sie können das auch kombinieren. Sie wollen nur alle IT-Ausschreibungen mit dem Begriff Cloud und so haben Sie das zusätzlich gefiltert. Oder Sie können noch den Begriff Software hinzufügen. Dann gibt es vielleicht noch weitere Ausschreibungen. Aha. Oder Sie können CPV-Soft wieder rausnehmen, dann gibt es noch mehr Ausschreibungen. Und so können Sie sich Ihre Filter zusammenstellen und können dann sagen, ja, ich möchte jetzt dem nicht alle IT-Beschaffungen, sondern nur alle Cloud-Software-Beschaffungen erstellen. So. Und dann können Sie noch sagen, in welchem Format Sie das möchten. Möchten Sie ausschreiben, Zuschläge, andere Meldungen, möchte ich noch das Details angezeigt haben und dann können Sie so noch sagen, ob das E-Mail als Tabelle oder als Fließtext erscheinen soll und mit dem haben Sie schon alles eigentlich eingerichtet und wenn Sie jetzt da diese Meldung aktiviert haben, dann kriegen Sie täglich ein E-Mail mit allen Ausschreibungen, Zuschlägen, anderen Meldungen, die irgendwas mit Cloud und Software zu tun haben und können so entsprechend gut filtern. Wenn Sie ein bisschen reduzieren wollen, nur die CPV-Ausschreibung nach der Kategorie, wirklich die mit Software im engeren Sinne zu tun haben. Also sind es heute nicht 17 insgesamt, sondern es sind insgesamt 5 Ausschreibungen, die Sie kriegen werden, weil irgendwo in den Texten, in den PDFs, in den Excels, also nicht nur im Meldungstext, sondern auch in den Unterlagen, den Ausschreibungsunterlagen ist dieser Begriff erschienen. Das war's von dieser kurzen Demo von IntelliProcure. Ich hoffe, Sie hatten so einen ersten guten Einblick. Wenn Sie weitere Fragen haben, Informationen möchten, können Sie das sich gerne melden bei uns, info@intelliprocure.ch und dann helfen wir Ihnen sehr gerne weiter und werden Ihre Fragen und Anliegen beantworten.
Besten Dank und schönen Tag.